Hallo, hier mein Spickzettel, hab drauf geschaut, was noch draufsteht, hab alle meine Clips durch, was ich machen wollte. Ja, aber da fallen mir doch schon noch ein paar Sachen ein und da ich heute eh einen guten Run habe, ihr kennt das, einen guten Run, ich bin sehr kreativ, geht es gerade weiter und zwar mit Folgendem. Klar, und zwar Folgendes. Gewichttraining, Krafttraining, Fitnessstudio, Krafttrainingstudio, Gewichte, Langhantel, Kurzhantel, Maschinen und so weiter versus gymnastische Übungen, Kurse, Zumba, Bumba, Humba, Humba, was auch immer. Nur mal gleich im Voraus. Jede Bewegung, egal welche Bewegung, ist besser wie keine Bewegung. Das ist mal Nummer 1. Nummer 2. Ich bin kein Feind von gymnastischen Kursen wie zum Beispiel Tebow, wie zum Beispiel Zumba, Humba, Bumba, Bauch, Po, Beine und so weiter und so fort. Nur muss ich natürlich immer wieder feststellen, dass gerade mein Beratungsbereich oft sehr oft Frauen sind, die dann kommen, Gewichtsprobleme haben, seit 2 bis 3 Jahren in irgendwelchen Kursen sich befinden und aber nicht auf den Punkt kommen. Klar, natürlich ist natürlich auch ein Teil die Ernährung mitverantwortlich, sogar ist ein sehr großer Anteil. Aber sehr oft ist ja auch so, dass die Damen dann sagen, ja, irgendwie so richtig verstehen tun sie es nicht. Warum? Weil die Tante, die vorne vortanzt und das ja in der Woche 30, 40 Stunden macht, die hat auch nicht so den Hammerkörper und nicht so, wie man sich das vorstellt, wie man sich das gerne, wenn man es gerne hätte. Und da bin ich natürlich gefragt als Argumentation, und zwar Folgendes. Wenn man Übungen macht, jetzt ohne Belastungsgewichte, das heißt nur mit körpereigener Last, bin ich bzw. die Person ist ja selbst dafür zuständig, wie viel Spannung im Muskel aufgebaut wird. Und ich bin natürlich auch fleißiger Beobachter und schaue ab und zu mal auch in diesen Gymnastikkursen rein, so durch die Scheibe, wenn ich gerade trainiere. Und da sieht man dann natürlich zum Teil Menschen, die da auch Bewegungen absolvieren. Aber man sieht natürlich auch, dass hier relativ wenig Muskelspannung aufgebaut wird, sondern da werden so die Extremitäten von sich geschleudert, aber mit einer recht geringen Kontrolle und mit einer geringen Muskelspannung. Das liegt einfach daran, dass man hier natürlich selbst verantwortlich ist für die Muskelspannung und ein großer Anteil dieser Trainierenden natürlich hier keine hohe Muskelspannung aufbauen. Was natürlich mit Körperlast schon möglich ist, aber dann muss ich natürlich die gesamten Bewegungen kontrollieren, da wird es nämlich richtig anstrengend. Und der Körper ist natürlich so eingestellt, dass egal bei was wir tun, er nicht immer versucht, Energie zu sparen, immer versucht natürlich irgendeinen Weg zu finden, dass es nicht so anstrengend ist. Und gerade wenn man mit Körperlast arbeitet, ist halt nur der Körper die Last. Und wenn man dann hier noch eine geringe Intensität wählt, dann ist natürlich nach ein paar Wochen das System erschöpft. Das heißt, der Körper kennt die Reize schon, verarbeitet die energetisch sparsam und somit passiert natürlich trotz dreimaligem Kursbesuch 60 Minuten pro Woche nichts. Deswegen ein ganz guter Tipp von mir, ihr müsst eure Gymnastikkurse, eure Tebow, Zumba, Humba, Bumba, was auch immer, müsst ihr nicht sein lassen. Aber versucht es doch einfach mal. 75% über ein Krafttraining mit freien Gewichten, gegen Widerstände arbeiten, vielleicht auch noch ein intensives Intervalltraining dazu, ein Herz-Kreislauf-Intervalltraining kombiniert mit dem Kraft-Ausdauertraining. Und da werdet ihr das sehen. Und das ist in meiner Beratung auch so, dass eben dann 98 bis 99% der Frauen, die das auch durchziehen, zu mir kommen und sagen: Wow, jetzt habe ich innerhalb von einem Vierteljahr das erreicht, was ich vorher in 2 bis 3 Jahren Kurse nicht erreicht habe. Nicht zu vergessen, klar, ich achte natürlich auch darauf, dass die Dame natürlich auch ihr Ernährungsverhalten umstellen. Das ist natürlich auch ein sehr großer Faktor. Aber sie merken selbst natürlich, die Schweißrate, die Belastungsrate im Krafttraining viel höher ist. Das ist auch ganz einfach und zwar 10 Kilo sind 10 Kilo, 15, 20, 30 Kilo sind 30 Kilo. Wenn ich die von A nach B in einem gewissen Zeitfenster bewegen muss, ist das anstrengend. Wenn ich meinen Arm nach vorne schmeiße, kann ich das, wenn ich will, 1000 Mal machen. Ist es bei weitem nicht so schwer, wenn ich einen Widerstand, einen ehrlichen Widerstand, eine Gewichtsbelastung von A nach B bewegen muss. Und das auch noch mit einer Technikvorgabe ohne Umkehrschwung in einem gewissen Reizzeitfenster. Genau aus diesen Gründen eine Bitte an euch, wenn ihr feststellt, ihr lieben Damen, dass ihr schon seit 2, 3 Jahren euch in einem Zustand befindet, der für euch nicht befriedigend ist, dann ist es manchmal von Vorteil,
Wenn man sich darüber Gedanken macht, ob die Intensität in dem Bereich des Sportes, den man da absolviert, ausreichend ist und ob das Ernährungsverhalten tatsächlich funktioniert. Weil wenn man regelmäßig Sport betreibt, sollte man natürlich auch, wenn man den Wunsch hat, eine gewisse körperliche Veränderung sehen und spüren. Wenn es nicht der Fall ist, dann bitte mal darüber nachdenken und auf meine Worte hören oder einen fragen, der sich damit auskennt. Ihr lieben Damen, das war's schon zum Thema eure Fitness, euer gesundes Krafttraining, euer Ziel zu erreichen, meine Aufgabe. Andreas Triebenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.